präzise und hart. Ja, 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 ja. Und was ist so zart? Ja, 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 ja. Hört man nicht gern? Ja, 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 ja. Hört zu und lernt. Moin Jungs, Servus und herzlich willkommen zum heutigen Video, liebe Herrschaften. Herzlich willkommen, mein Name ist Bentastic. Einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich euch. Kurz vor den Foot Champions Rewards. Und heute ist eine Aufnahme, wo ich wirklich sagen muss, da habe ich ein bisschen ganz einfach aus dem Grund. Wir starten auch direkt rein, weil wir werden heute eine Runde Division Rivals machen. Es geht auch um nichts mehr. Ich habe, glaube ich, von den restlichen 5-6 Partien, glaube ich, einen Sieg geholt. Liegt auch teilweise daran, dass das, was ich hier zusammengebracht habe, beziehungsweise das, was ich hier so gekauft habe, es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Also egal, was ich da irgendwie versuche oder mache, es ist irgendwie noch nicht so das Gelbe vom Ei so. Ich habe da schon ein paar Sachen probiert. Und ich muss tatsächlich sagen, bisher klappt diese Taktik noch nicht wirklich. Es gab ein, zwei Spiele, wo ich wirklich gedacht habe, okay, da könnte auf jeden Fall was gehen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich habe auch ganz schön auf den Sack gekriegt teilweise. Und das ist auch sowas, wo ich dann auch... Ich weiß nicht, was ich bisher davon halten soll. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem nächsten Sonntag, vor der Weekend League, bin ich auch ehrlich. Jungs, wir starten. Der Gegner heißt Uno mit einem 85er Rating und es ist, ja, ich bleibe dabei. Also nicht nur, dass bei mir es Internet Schwierigkeiten macht, sondern inzwischen macht auch FIFA Schwierigkeiten, weil inzwischen, ich weiß nicht, irgendwie ist das komisch so. Du kannst versuchen, alle Passwege zuzustellen, du kannst irgendwie versuchen, alles Mögliche zu machen und trotzdem langt es irgendwie nicht. Guckt euch das an. Wahnsinn. Wahnsinn, dass der Pass durchkommt. Das war gerade eben schon zum Beispiel das beste Beispiel hier. So, und mal gucken. Ich muss halt wirklich versuchen, mit dieser Taktik genau sowas zu vermeiden. Sinnlose, blöde Fehlpässe. Aber das sind halt X-Pässe und da kann ich halt vorher nie sagen, ob die ankommen oder nicht. Ich muss halt wirklich gucken, dass ich hier ein Spiel aufziehe, wo ich wirklich sagen kann, okay, das ist ein sicheres Passspiel. Guck mal hier schon wieder. Das ist auch wieder ein Pass, den ich niemals drücke. Und ihr wisst ja, wie ich spiele. Und daher, ihr wisst ganz genau, sowas spiele ich im Leben nicht. Ja, das sieht das eher so aus hier. Ja, Kalanoglu kann sich nicht durchsetzen. Es ist noch recht schwierig. Es ist recht schwierig. Und gerade so in der aktuellen Weekend League hat man auch gemerkt, wie gesagt, man kann versuchen, alle Passwege zuzustellen. Es funktioniert irgendwie nicht. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das Decken, die 50-50-Situation, die Schiedsrichterentscheidungen, Hilfe. Also... Ich verstehe bis heute noch nicht, was die da gebaut haben, ey. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, die Schiedsrichterentscheidungen. Jungs, es ist teilweise wirklich... Ich weiß nicht. Und vor allem, man merkt auch wieder, dass das Spiel unglaublich träge ist. Ich meine, wir haben jetzt gerade 18.18 Uhr und... Du merkst tatsächlich, dass auf dem Server was los ist. Das Spiel läuft einfach unglaublich träge. Es kommen keine Pässe an, genauso wie jetzt gerade. Ich weiß nicht, also wir befinden uns in einer Phase, wo ich wirklich sagen muss, Ultimate Team, uff, also so richtig Bock macht das nicht momentan. Also bin ich auch wirklich ganz, ganz ehrlich, ne? Also wenn ich dann das momentan mit der Saarbrücken-Karriere vergleiche, das sind Welten. Das sind Weltenunterschiede, wenn ich bedenke, wie gerne ich diese Brückenkarriere mache. Und dann, wenn ich das jetzt so mit hier vergleiche, das sind so Sachen... Wow. Also hätte ich vor einem Monat oder so nicht für möglich gehalten. Koulibaly übrigens,
Guck mal, und dann passiert sowas. Und dann passiert sowas und du hast keine Chance dagegen, was zu machen. Du hast keine Chance dagegen, was zu machen. Das ist ein ganz normaler X-Pass. Ja, Inaki Williams 1-0. Ich muss ja auch wirklich sorry sagen, ne, dass ich da wirklich so... Man merkt, glaube ich, auch, wie meine Laune inzwischen in Division Rivals ist. Weil auf der einen Seite, du hast mit dem Internet zu kämpfen. Dann hast du mit dem Spiel zu kämpfen. Dann hast du mit dem Server zu kämpfen. Also es ist irgendwie... Guck mal, ich drück bestimmt 3-4 Mal. Und warum er jetzt gerade Freistoß gekriegt hat, weiß ich auch nicht. Also... Unglaublich. Ich meine, ich finde es schön, dass das Ganze hier so eine YouTube-Aufnahme ist. Da kann man sich das alles schön im Nachhinein immer mal wieder so angucken. Ich meine, ich muss aber auch tatsächlich sagen, dass mein Gegner auch jetzt gerade wenig zustande kriegt. Aber das bringt mir nichts. Es bringt mir nichts, wenn 50% der Pässe teilweise nicht ankommen. Und ja, du stehst halt haufenweise in den Pässen drin. Ein paar sind auch dumm von mir gespielt, ist ja gar keine Frage. Aber trotz allem... Guck mal, Zweikampf gewonnen, er hat ihn wieder. Zweikampf gewonnen, er hat ihn wieder. Guck mal, der steht nicht auf. Zum dritten Mal hat er ihn. Das sind genau... Wo ich dann auch sage, hey, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. So Lozano, der ist schnell genug. Gegen den Diego Carlos. Muss normalerweise das Laufduell locker gewinnen. Macht er aber nicht. Das sind... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer von euch am Wochenende diese Supers geguckt hat. Zwecks Weekend League. Als plötzlich alles ging, wo sie mit einem Silberteam gespielt haben. So, jetzt hat es sich mal durchgesetzt. Also, geht doch. Dybala muss ich übrigens auch dazu sagen, habe ich in den letzten 2-3 Spielen auch schon ein paar Situationen gehabt. Wo ich auch sage, ey Junge, du hast 94 Tempo mit dem Hunter da vorne drauf. Renn den doch weg. Aber er macht das nicht. Er macht es halt einfach nicht. Und die Taktik, wisst ihr, ich meine, das Ganze hört sich jetzt total an, als wäre das total Geflame ohne Ende. Aber es geht mir halt einfach auf den Kopf, dass du wirklich, du bist ja teilweise wirklich komplett aufgeschmissen so. Du kannst ja wirklich nur versuchen, irgendwie gerade auf dem x-beliebigen Moment genau richtig zu stehen. Und da, das muss ich übrigens noch dazu sagen, was Cuadrado betrifft. Guck mal, das ist ein ganz normaler X-Pass, der kommt nicht an. Es ist Wahnsinn. Und da muss ich sagen, Cuadrado, absolut Bombe. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, der sich irgendwie so ein Team baut. Wenn jemand sich so ein Team baut, da läuft keiner mit. Habe ich auch scheiße gespielt gerade. Ja. Und Division 1 erreichen. Ich meine, gut, man muss auch ehrlich sein. Es... Was in Division 1 bzw. 2 stattfindet, ist auch wirklich Schwachsinn, ne? Aber trotz allem, ich meine, du musst ja... Guck mal, er schießt halt einfach nicht. Er schießt halt einfach nicht. Er schießt halt einfach nicht. Genau, so ein Spiel zu bewerten, was irgendwie in Division 2, in Division 1 stattfindet, ist natürlich total bekloppt, bin ich... Weiß ich auch, ne? Aber ich meine... Ihr seht es ja auch hier an diesem Spiel hier so, dass ein Dybala mit 90 Dribbling teilweise, mit einem Hunter drauf, mit 94 Tempo, mit 94 Schuss, dass der einfach nicht zum Abschluss kommt. Du, es ist halt wirklich, du kannst das dir teilweise aus dem Satz sagen. Du willst irgendwo nach einer Antwort suchen, aber du findest sie halt einfach nicht. Ja, und mittlerweile, ich meine, ich war bei dem Punkt in FIFA 20 schon mal. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, ich kann das wirklich komplett nicht mehr ernst nehmen, was hier passiert, ne? Ja gut, ich meine, vielleicht ist es auch eine ganz simple Lösung und ich bin einfach nur Internetprobleme bei mir. Kann natürlich auch sein. Mich hat es nur heute... Hat es mich nur stark gewundert, dass das jetzt die ich mir rausgesucht habe. Guck mal, wo soll ich hier hinspielen? Wo soll ich da hin? Wo soll ich da hin? Da läuft kein Mensch.
Ja, genau. Mich hat es gewundert, dass die Taktik, die ich mir rausgesucht habe, die habe ich ja in einem Tutorial gesehen. Aber ich muss tatsächlich sagen, außer das in dem Verteidigung absinken, funktioniert dort überhaupt nichts. Also ich weiß nicht. Vielleicht braucht da auch jeder. Guck mal, ich stehe wieder im Pass drin. Ich stehe einfach wieder im Pass drin. Ich stehe wieder im Pass drin und wieder kommt da durch von Inaki Williams. Und da steht ein Koulibaly, der bei mir an die 90, 94, 93 verteidigen hat. Das darf einfach nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren. Und das sind einfach so Momente, und ihr merkt das wahrscheinlich auch, das sind so Momente, da weiß ich auch teilweise echt nicht weiter. Guck mal hier, guck mal hier oben. Oben, Kananu, bleibt einfach total stehen. Bleibt einfach total stehen, obwohl er der linke Stürmer ist, bleibt einfach nur wie von der Wurzel einfach da stehen. Als wäre er ein Baum. Als wäre er ungelogen ein Baum. Dybala kann sich nicht durchsetzen. Jungs, was. Vor allem, ich verstehe nicht. Ich habe so den Eindruck, in der Er guckt euch das an. Guckt euch das an. Es ist wirklich unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Und ich kann mich erinnern, in der ersten Woche war ja eigentlich alles top, so wenn ich mich so dran erinnere. Aber irgendwie, es läuft irgendwie wie bei FIFA 20 so. Ich meine, irgendwie die ersten Patches. Und danach funktioniert gefühlt irgendwie gar nichts mehr. Hakan Calhanoglu mit seinem ersten Tor übrigens. Also, auch das wird auch mal Zeit. Der läuft einfach durchs Netz durch. Habt ihr das gesehen? Ey, also. Jungs. Ach komm, mach doch nicht sowas. Wieder zwei Zweikämpfe gewonnen. Der Gegner hat trotzdem fast den Ball. Ich könnte so wirklich 3, 4 Spiele lang komplett weitermachen, ne? So, Calhanoglu, komm, lauf mal. 94 Antritt. Kannst du vergessen. Carvajal holt den locker ein. Das kannst du keinem erzählen. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Calhanoglu, 94 Antritt. Und dann sowas. Unter aller Sau, wirklich. Es macht einfach von vorne bis hinten keinen Sinn mehr. Es tut mir ja auch echt leid, dass das jetzt hier schon wieder so ein Rage-Video wird, ne? Das war jetzt endlich mal ein gescheiter Pass. Und das war wieder nix. Das war wieder nix. Und auch da muss ich wirklich sagen, hat man gerade gesehen, oder? So, Hazard mit dem Konter und ich krieg das Tor. Ich weiß es jetzt schon. Ah, ne, doch nicht. Gomez hat ihn. Wobei ich übrigens bei dem sagen muss, bei Gomez, da läuft übrigens alles super. Komm, Dybala, komm, setz dich doch durch, mach da nicht. Wobei, gut, gegen den Sergio Ramos, gut, das lasse ich mir vielleicht noch gefallen. Gegen den Sergio Ramos, das lasse ich mir vielleicht echt gefallen, so. So, Calhanoglu, wieder. Es ist einfach krass, wie inzwischen bei mir wirklich kein einziger Pass mehr ankommt. Es ist. Und ich mache wirklich alle Passwege zu, ne? So, jetzt wohin? Da hoch. Da hoch. Spielaufbau. Da runter. Krieg den Pass nicht. So, Gomez. Cuadrado. Wieder Pass. Lozano. Der war gut jetzt. Der war gut. Dybala antäuschen. Vielleicht mal. Guck mal, Dybala kommt nicht dran. Er kommt einfach nicht dran, ne? So, Gomez. Vielleicht mal doppeln. Ja, genau so. Einmal hoch. So, Calhanoglu, Latte. Dybala, komm, zieh doch mal ab, Junge. Zieh doch mal ab, macht er nicht. Beziehungsweise er macht es, aber natürlich sind die Autoblocks da. Auch das ist was, was in FIFA 21 weg muss. Was heißt weg? Luis Alberto kann nicht schießen. Oh, Jungs, 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 Jungs.
Was willst du da machen? Und ich weiß ganz genau, ich werde jetzt das Gegentor kriegen. Ich weiß es ganz genau. Guck mal, wie Bale absolut alles wegläuft jetzt auf einmal. Martial? Guck, er macht's. Er macht's ganz genau, ich weiß es. Oh Gottes Willen, okay, er hätte es fast gemacht. Gut, er hätte es fast gemacht. Das Game endet 2-2. Aber habt ihr jetzt auf jeden Fall in diesem Spiel gesehen, was da eigentlich momentan los ist bei mir? Es ist absolute Grütze, wirklich. Es ist. Und es gibt so Tage wie heute, da bin ich auch echt sprachlos. Ich muss übrigens an der Stelle dazu sagen, dass der Teambau zur Serie A, den hätte ich mir auch echt sparen können. Bin ich auch ganz, ganz ehrlich, weil dieses Serie A-Team, ihr seht ja, wie das abliefert, ne? Also dementsprechend, ich kann wirklich nur dastehen und wirklich zugucken, wie das Ganze hier abläuft. 10-4 Schüsse aufs Tor. Es ist wirklich der absolute Hammer teilweise. Wie geht's euch denn? Wie geht's euch denn da? Schreibt mal eure Meinung zum aktuellen FIFA-Teil mal unter die Kommentare, egal was es ist, und beschreibt mir, was da für eine Scheiße passiert. Ich würde es einfach nur gerne verstehen. Ich würde es gerne einfach nur verstehen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare und ja, mal schauen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und morgen hoffe ich mal, dass wir eventuell mal wieder ein besseres Video haben, wenn es morgen zu den Foot Champions Rewards geht. Ich hoffe es auf jeden Fall. Morgen ist Foot Champions Rewards, dann kommt am Freitag, kommt Saarbrücken. Ich hoffe, dass es dann besser wird, Jungs. Ich hoffe, dass es dann endlich besser wird und ich hoffe, dass ich dann endlich mal wieder gescheit zocken kann, eventuell. Also, schreibt's drunter. Ich freue mich auf eure Meinung. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.